Aber wenn du jetzt hier reinguckst, das Geflecht, da kann das schon sein, dass der Bremsen reinschuss den mal anderen. Ja. Alter, Leute, ja. Ey. Dass er dann durch, weil das zu ist, sich das alles zieht. Und hier? Das muss so. Klar. Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video der Vermautungsgesellschaft. Ich muss noch mal ganz schnell ein Auto prüfen. Hier würde ich mich hinreißen lassen, irgendwie 23 versus Max, ne? Mhm. Maximal. Ja. Okay. Und geil, oder, Dominik? Wahnsinn. Das ist es, oder? Ja. Dein neuer Dienstwagen. So, wir waren ready jetzt hier. Ha? Hat er schon Spurhalteassistent? Spurhaltetotwinkel, ACC, Luftfederung, alles ist da. Keyless Go. Geil. Ja, ist es alles da. Softlos hat er auch. Ich werde euch natürlich jetzt sicherlich fragen, was hat denn der schon wieder jetzt gemacht, dieser Idiot? Guckt dir an, der John lacht schon, der nächste Spielematz sitzt auch schon oben drauf. Ja, das ist wie so ein neues Klettergerüst. Ja, im Kindergarten. Gerade frisch eröffnet worden, zack, sitzen die ersten Hebis schon drauf. Nee, Spaß beiseite, ernst, komm her. Und zwar habe ich ja bei den lieben Kosten von Foliatune in C63 gekauft und noch so ein bisschen ein, zwei Kaubeldeals gemacht mit Folie hin, her, Ananas, dies, das, Ananas. Und den, sein Vermieter, hat gegenüber so eine schöne große Halle gebaut. Pass auf, und zwar stand ich dann dort vor denen seiner Halle und bin da drin rumgeschwirrt. Da war nur der Hausmeister da. Und da ging es um den G350 Diesel G-Modell zum Verkauf. Und dann bin ich einen Abend oder zwei Abende später wieder dort mit meiner Tochter. Der Vermieter ist da, zeigt mir sein Auto, das G-Modell. Und das G-Modell war leider zu teuer. Und dann sage ich so zu dem, Mensch, da standen vier Traktoren. Unter anderem der und der da hinten. Und auf der anderen Seite steht immer einer, einer fehlt noch, wird jetzt gleich geliefert noch. Oh, das ist aber, das muss so, ne? John? Landmaschine? Komm her. Oh, ist doch scheißegal hier, wegen ein bisschen Spiel. Was willst du denn? Jedenfalls sag ich das zu dem, was ist mit den Traktoren? Ja, die verkaufe ich. Ich sage, was willst du denn dafür haben? Er sagt er so, ja, das und das. Ich überlegt, habe ich nochmal nachgefragt. Für wie viele? Und er so, na, für alle vier. Ich nochmal nachgefragt. Und er, ja, ist schon alles richtig so. Ich so, okay, dann nehme ich die. Habe ich halt alle gekauft. So, habe zwar überhaupt gar keinen Plan, was ich da gekauft habe, um ehrlich zu sein. Ich finde ja Traktoren Schweine geil, auch Landmaschinen, LKW, feier ich ja komplett. Ne? Die Jungs, der John und der Tobi, kennen sich ja echt ganz gut aus mit dem Zeug. Und zwar sind die natürlich nicht perfekt, wie man sich das ja schon denken kann. Deswegen waren sie so billig, ne? Weil so ein paar Kleinigkeiten, ne? Ist eine Heller-Lampe. Und da gibt es bestimmt auch eine Heller-Nummer dazu, die direkt auf dem Glas steht. Und genau, die noch hier dran wäre, so als Ähnliches. So. So, der hier funktioniert zwar technisch. Dann gucken wir, ob der angeht, weil Elektrik im Sack. John hat jetzt noch Kühlmittel, also Kühlwasser aufgefüllt. Und hier ist quasi einfach mal Tank. Ja. Das ist offensichtlich ein Zweizylinder, das habe ich schon erkannt. Und das ist also offensichtlich ein großer Motor. 1,280 oder sowas. Rund 1,3. Also 1300 Kubik. Genau. Wir haben ja hier 2 Zylinder, 1300 Kubik, läuft auf Diesel logischerweise. Genau. Und hat hier, keine Ahnung, 3 Pedale sehe ich, dann hier eine Bremse oder was? Nee, das ist Kupplung. Das ist die Kupplung. Gas ist das große? Nee, Gas ist das kleine hier. Ach Quatsch. Da ist das Bremse und das kannst du hier dann eigentlich nicht mehr getrennt. Das ist eine Handbremse? Das ist eine Handbremse, genau. Dann ist hier Getriebe? Das ist Schaltung, genau. Was ist das? Das ist quasi langsam und schnell, Richtgang? Wenn du so willst. Ne? Also L und S, langsam, schnell. Mhm. Und was ist hier los? Das ist Zapfwelle. Mhm. Kannst du was anschließen? Da kann man hier auch so Bandsägen und so ein Zeug dranhängen, ja, weiß nicht was alles. Dann hast du ja Handgas. Wo? Hier. Hast du Handgas? Aha. Ja, da geht das Fußgas quasi mit runter. Aha. Genau. Sperre. Und Sperre? Ja. Ziehst du, blockierst das Getriebe. Aha. Hat er also auch, damit du das Gelände kommst. Damit es nicht zerrungst und nicht drinnen lässt und damit dann das Getriebe kaputt geht, hast und du halt hier Federkraft, da musst du halten wie ein Mann und wenn das nicht mehr passt, lässt du freiwillig los. Könnte man beim C63 auch so machen, so eine manuelle Sperre, oder? Ja. So, oder? So ein Hebel unter und zwischen Sitze zum Ziehen? Das wär's da eigentlich komplett, oder nicht? Die sehen aus wie meine Arschbacken. Zeitgenössische gerissen, Kunde. Alles gerissen. Was für ein, warte mal, das ist jetzt ein Fahr. Ist das nicht dänisch? War das nicht irgendwas wie DAF? Die meisten kennst dann halt. Die haben doch immer LKW gebaut, Fahr. Hätte ich jetzt so dunkel in Erinnerung. So, pass auf, bevor das jetzt googelt, darf jeder meine Meinung jetzt kurz abgeben. Was ist Fahr für eine Hersteller? Ich sage dänisch oder schwedisch. Ich sag, es ist deutsch. Ist deutsch, das kann auch sein. Würde ich ableiten vom Namen quasi. Ne, wir googeln mal. Oh. Westdeutsches. Wir googeln das mal ganz fix live. Denke ich auch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Wo kommt es her? Was für ein Baujahr ist denn der? 59. Da, hier ist auch 133, 135, ist eine Baugruppe offensichtlich. Baujahr von 59 bis 61. Produktionsort in Gott. Was Gottmadingen in Deutschland? D135, ne? Genau. Dann hat er nur 18 PS. Ja.
Da gab es noch zum Verkauf eine Sitzfederung, war Serie. Mhm. Das Leichtverdeck war optional. Gut, Heizung war. Es gibt eine Heizung für sowas? Was schätzt ihr, was ist sowas wert, Freunde? Wer hat Plan? Was schätzt ihr, was ist sowas wert am Markt? Schwierig. Kumpel versuchte ein moderneres Modell, eine Nummer kleiner von Fahrrad zu verkaufen für 6 und keiner will ihn haben. Also ich sage mal ganz ehrlich, in dem Zustand, hä? Zustand hat. Ich habe keinen Plan, wenn er fährt, 3.000-4.000, hä? Ne? Ganz klar. Hat man das beachtet, oder? Ja, naja, nee. Okay. So, man guck mal, man guck mal bitte hier, dann siehst du das Loch da, das ist größer als das. Alter, was ist denn das? Ja, Junge. Ja, oh Mann. Gut. Aber das sieht jetzt echt richtig scheiße aus. Man muss es halt auseinanderschrauben, das Vieh. Und dann kann man den wohl wieder schweißen. Hätte ich auch nie gedacht. Ich hätte gedacht, brauchst du irgendwie neu? Das ausgeplatzte Stück liegt dort unten drin. Also, ja, kann man das wieder einschweißen dann oder was? Das geht? Da ist nicht so viel Druck drauf dort oder was? Also, wie ist denn das da? Also, eigentlich geht das ja bei einem normalen, bei einem modernen Motorblock machst du sowas nicht. Solange wie es nie friert, soll kein Druck drauf. Ein bisschen halt. Ja, nee, aber System, jetzt mal ganz aber realistisch. Aber nee, kannst du schweißen? Klar kannst du schweißen. Guck mal, jetzt mal einfach eine Blattfeder rumgebogen als Sitz. Wie geil ist das? Vor allem krass, wenn ich heute Schneidwerkzeug. Ob das noch funktioniert? Ja, denke ich auch. Weil das könnte man echt benutzen, ne? Um das unser Schilfrohr wegzukloppen. Der wirklich fast an der Schilfkante lang und dann haust du es mal um. Kriegen wir den, John, kannst du mir den, können wir den reparieren? Ich schon. So kannst du das schweißen mit dem Tobelsamt gleich? Nee. Geht doch schnell, oder? Rote Ampel, fertig. Nee. Aber der hat hier offensichtlich eine 6, der fährt nur 6 dann? Oder ist das Quatsch? Das ist Quatsch. Hatten die einfach dran halt. Da gab es verschiedene Ausführungen garantiert früher. Manche hatten den Straßengang, manche nie. Mhm. Manche sind bloß 6 gefahren, manche sind halt aber gefühlt 56 gefahren. Gut, komm, wir lassen den jetzt mal an. Ich will mal hören, wie das Ding klingt. Das sind 2 Zylinder, bin ich mal gespannt. Da liebe ich meinen Job, Freunde. Das ist zu geil. Willkommen bei Bauer sucht Frau! Hunde, also die Kupplung ist so müde, aber Gang 1 und 2, da ist gar keiner zu Hause. Aber legst du die 3 ein und gibst Gas, geht das Ding vorwärts, Alter. Weißt du, wie wendig der ist? Ja, der kann sich übelst einschlagen, ne? Alter, da fährst du wendest gefühlt auf der Stelle wie ein Panzer. Sollte man dir noch sagen, er kann Donuts, Junge. Ich bin der Donutmeister, hast du gerade gesehen. Ken Block ruft mich an, wenn er wieder Fahrkunden braucht. Ja? Ruf mich Ken Block an. Dann zeig ich dir, wie das geht. Komm, wir sagen mal der Lisa tschüss. Was hast du dazu zu sagen? Da fand ich unseren Bagger gestern geiler. Ja, Freunde, so schnell kann es gehen. Jetzt bin ich auf dem Bau, ne? Kannst du da mit Lotti nochmal kommen, dann will ich mit deiner Runde fahren. Ich frag nur für einen Freund. Für welchen? Ich überleg's mir. Für meinen speziellen Freund. Den kann ich nicht leiden. Ich schicke dir dein Video, zeigst du der Lotti, ne? Roter Traktor, träumt dich schon dein ganzes Leben davon? Das ist ja auch noch nicht so lang. Aber was träumst du? Auch vom roten Traktor oder vom blauen? Ich habe noch einen blauen und einen grünen. Dieser Trend vom Bagger. Macht das dann nie mehr Sinn, das Ganze zu vereinen und einen Bobcat zu kaufen? Endlich wird sie vernünftig. Endlich wird sie vernünftig. Das ist mein Mädel. Guck dir das an, Kunde. Die Ballerbude und der Kunde sind jetzt endlich in einer Einheit. Ab sofort könnt ihr bei uns im Shop vorbestellen. Wirklich aufpassen. Vorbestellen. Value Clothing und die DRG gibt es jetzt Kunde-Hoodies. Hier kommt noch ein Motor-Control-Leuchte dann hin. Hier noch ein kleines DRG-Sign.
Value bleibt euch auch erhalten. Gibt es ab sofort bei uns im Shop vorzubestellen in allen möglichen Größen. Lieferung wird dann irgendwann im Dezember stattfinden. Für die, das zu posig ist, das Kunde, gibt es jetzt auch nochmal einen Hoodie in Dezent. Den zeige ich euch jetzt. Und das Ganze einfach nochmal in Dezent. Ich hoffe, euch gefällt es. Hier kommt dann ebenfalls die MKL noch hin. Aber hier einmal das Kunde in Schwarz auf Schwarz. Hat selbst ein Hagen am Step gesagt, er würde das sogar so tragen. Also Freunde, ich freue mich auf eure Vorbestellungen. Der hier kostet 59,99 €, der Hoodie wird 69,99 € kosten. Und Vorbestellungen ist nur befristet möglich, wahrscheinlich ungefähr ab jetzt 10 Tage. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, viel Spaß mit dem Video. Haben wir noch Platz, Kunde? Ja, geht. Ist ja preisgünstig hier. Ja, geht. Ist egal. Das ist ja der Wandwurz, ne? Hat der jetzt immer höher gedreht, oder? Ja, ja. Okay. Der Wandwurz kriegst du dann noch am Ende nicht mehr aus, aber... Das weiß ich, da haben wir den Rico vor uns schon gesagt, der dreht durch, also der geht hoch. Und da müssen wir noch gucken, woran das liegt. Ich habe jetzt einfach die Hochdruckleitung abgeschraubt, dass der kein Diesel mehr kriegt. Mhm. Also kurz gelöst, dass der Druck wegspritzt und nicht mehr ein. Was ist das? Also Saft gegeben. Das ist für eine Hydraulikeinheit, die aber nicht mehr vorhanden ist. Okay. Schweiß, das reißt ja sofort wieder. Du musst den ganzen Körper ja vorwärmen. Was denn? Und nachwärmen nach dem Schweißen. Dass das sich ganz langsam ausdehnt und wieder zusammenzieht. So. Ja. Okay, ja. Dann läuft der Rostbrüher runter halt leider. Mhm. Ja, es ist schade. Man ist hier vorne, kriegt man ein bisschen ausgebeult wieder und geschweißt hier vielleicht. Ja, ne, klar, das kriegst du hin. Und Frostschaden, die zwei grünen, ne? Okay, gut. Ich habe mir den Wärme gerade mal den blauen angeguckt, der hat auch einen, haben wir gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Ja, Kopfdichtung ja, aber der Block ist gerissen, haben die Jungs gerade gesehen hier. Wir haben gerade mal angeworfen, das Ding. So Freunde, und jetzt seid ihr ja gefragt, den kriegen wir noch. Also der Verkäufer, ich meine, der hat sich damit jetzt nicht beschäftigt, ne? Zwei von den Dingern hatten quasi einen Frostschaden. Sprich also, die sind gerissen bzw. der Block geplatzt. Aber der scheint eben auch einen Riss zu haben, ne? Das waren also die zwei grünen, da war es klar. Der hier scheint zu laufen wie eine Eins. Der funktioniert auch ganz gut, finde ich, wenn man immer weiß, wie es geht. Der hier scheint die Kupplungmühle zu sein. Da kannst du richtig was dranhängen oder was? Ja, du musst dir vorstellen, du hast hier unten, einfach erklärt, dicke Flacheisen, die hier vorgehen. Ja. Dann hast du hier wie ein riesengroßes Spannschloss oder halt einfach eine Verbindung von hier runter an das. Das wird über die Hydraulik drin, ist ein großer Zylinder, der mit Öl hin und her gefahren wird. Dann kannst du die Heckhydraulik heben. Hier kommt ein Oberlenker rein, hast du drei Punkte. Links, rechts die Flacheisen quasi. Oben, da kannst du ein Gerät, kannst du neigen, heben. Ein Flug zum Beispiel halt. Genau. Flug, Heckkabel, Stapler, alles. Hast du alles mögliche aus dem Baujahr dran oder wie ist denn das? Ist multifunktional? Komplett von moderne. Da kannst du noch moderne dran. Du kannst immer so. Eine nagelneue Zapfwellenkreissäge kannst du hier dran bauen. Ist teilweise sogar ganz angenehm, weil teilweise manche Geräte nicht so hohe Drehzahl brauchen. Da kannst du relativ sparsam so ein altes Gerät hinstellen, so einen geilen alten Traktor hinstellen und kannst damit arbeiten. Aber jetzt den Rumpf schweißen, das ist ja nun nie ganz so komplex wie da drüben, oder? Ne. Du musst mit der Flex einmal reinkatten, dass der Riss offen ist richtig. Ja. Dann baust du das nur auf. Und dann musst du aber vorher heiß machen und dann schweißen wieder heiß machen, oder was? Nur dann quasi ganz langsam auskühlen lassen, indem du das mit einem Heißluftbrenner und mit Schweißbrenner immer so leicht anwärmst, dass du keine Spannungsrisse hast. Weil sonst dehnt sich das auseinander. Du schweißt, das dehnt nochmal mit und dann kühlt das wieder aus und zieht sich von der Schweißnaht übertrieben gesehen weg und es reißt. Okay, und der Anlasser geht aber noch? Geht er normal zu stoppen oder? Also was heißt normal? Ich überbrücke immer noch das Geschalte, bloß mit dem Dauerbloß hier, wie bei dem Ist das ein schönes Azubi-Projekt sowas? Wie viel versenkt man? Die Frage ist, wie viel Zeit steckt man da jetzt rein? Ja. Und Material, ich weiß nicht, was das Material kostet. Ich meine, das sind ein paar Schrauben, Kopfdichtung, Rest ist ja vielleicht mal einen neuen Flachriemen drauf hier und weiß ich jetzt nicht. Ne? Da wir jetzt kein Typenschild gefunden haben, wäre jetzt die Frage, A, was ist das für einer? Und B, sind die Räder original? Und C, wer kann uns hier vielleicht mithelfen? Das Problem ist, wir haben hier einfach keinen Platz, die Dinger zu zerlegen und daran rumzufummeln. Das könnten wir aber in unserer Halle machen. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiße. Dafür brauchst du ja keine Hebebühne hier für so ein Ding, oder? Das machst du ja so, wie es ist, oder? Wenn dann Räder du brauchst also grobes Werkzeug, eine ordentliche Werkstattkiste, Strom, Licht,
Und dann kannst du ein Bastelprojekt draus machen, oder? Mhm. Die Frage ist nur, dann fangen wir mal an, bauen wir sie wieder zusammen. Man weiß es nicht. Wie tauscht man hier eine Kupplung? Muss ich das Getriebe hier vorne ab oder da hinten? Du ziehst, das nennen wir, du ziehst den auseinander. Ja. Du schraubst hier das, den Motoren, ja. Sind rundherum verteilt, schraubst du ab, und dann ziehst du den Traktor auseinander. Aha. Der Motor bleibt auf der Vorderachse, aha. Geht super mit dem Wagenheber oder mit dem Gabelstapler hier drunter, wegziehen und dann hast du ganz normal wie beim Auto so eine Kupplung, aber meistens noch mit Tonnenfedern und nicht so eine Membran oder Blattfeder, glaube ich, ist hier, oder? Tellerfeder? Teller. Okay, müsste man zum Schweißen den ganzen Motor ausbauen oder kriegst du das so geschweißt, wenn du den Kopf runterbaust? Weil Kopfding schon muss ja auch neu. Auf jeden Fall alles andere, da musst du auch mal ein bisschen freibauen. Da habe ich habe Schweißerschein nur für MAG und WIG. Also das Autogen schweißen, das müsste jemanden sich angucken und das sagen, wer da Ahnung hat. Das weiß ich nie. Ja gut, muss ja nicht heute und nicht morgen sein, aber wäre halt cool, wenn man damit was macht. Ne? Weil jetzt hier im Winter draußen stehen lassen wäre auch dumm. Also in die Halle müssten sie sowieso. Das muss man eben gucken, sinnvoll abwägen, ob man das restauriert kriegen oder ob man es lieber verkaufen, so wie es ist. Also ich würde sagen, dass man sich ein, maximal zwei raussucht, wenn man das gerne restaurieren will. Mit der hier? Ja, denke ich, steht fest. Da, ne? Dann machen wir die Elektrik durch, das geht wahrscheinlich hier zu machen, oder? Da kann sich aber der Azubi auch mal dran versuchen, oder nicht? Nebenher hier, weil das können wir ja hier unter dem Vortrag stehen lassen. Der kann einfach mal anfangen, sich Google ein Schaltblatt rauszusuchen. Was muss ich denn verraten, wenn ich zwei Rücklichten, zwei Scheinwerfer und Google habe? Das klingt schon wieder komplex, Kunde. Ja, was denn? Das ist die einfachste Anlänge. So, Julian, wenn stell dir vor, wir beide würden das googeln und versuchen. Wenn wir links blinken, wird es hupen, ist garantiert. Das ist ja mal geil. Ja. Ist schon, Kunde. Ich ahne es schon. Du ahnst es beim nicht. Jetzt nicht an. Ja, also verliebt habe ich mich. Also wirklich, fahren tut der mega. Der sieht am coolsten mit Auspuff bei. Der Deutz hier, der Einzylinder vom Klang her. Ah, ich glaube, der andere ist auch ein Einzylinder. Der nachkommt. Aber der ist, glaube ich, auch gerissen. Der Blick von der Frau hat gerade echt Bände gespielt. Warum? Ja, diese Kinder. Wirklich diese Kinder. Naja, die Kinder. Jawohl. Ich finde, die Kupplung geht gut. Die ist zwar, hat zwar einen extrem kurzen Weg von ungefähr 2 cm, aber die geht gut. Ja, jetzt wissen es alle, der hat sie nicht alle. Das ist halt der Neid der anderen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Wuhu. Alter. Da geht ab, oder? Ja, wir haben mal 100, 200 Kunden. Gehen wir auf die Rolle? Gehen auf die Rolle beim Erik. Wer will das Ding beim Erik auf der Rolle sehen? So. Die Drecksäcke hatten auf langsam gestellt, ne? Das Ding fährt schneller. Bin ich verarscht worden? Ich glaube, ich bin der Alter. Oder? Mit der Mutti auf der Seite hier sitzend, easy entspannt. Und du schön mit dem Grashalm im Mund und Hut auf. Strohhut. Ja, Strohhut auf und Grashalm im Mund und Gummistiefel an. Ich flechte ja viel. Und Strohhüte, das wäre jetzt auch noch so ein Thema. Du machst so Bastenkörper, ne? Richtig. Also falls die Leute jetzt gern Bastenkörper bestellen wollen, Dominik in seiner Freizeit flechtet gern. Genau. Vor allem sein Sackhaar. Und wie das die Wahrheit ist. So. Ja, verkauf doch einfach mal ein Auto, hä? Komm jetzt, mach doch aber auch mal. Böser Maße, Kraft, klasse, Kunde. Also irgendwie fliegt jetzt einer in der Luft mit dem Ding. Und die Reifen kriegen nochmal TÜV? Oder brauchen wir die neu? Brauchen wir noch einen Freund. Ich frage mich, was die Leute denken, wenn die hier vorbeilaufen. Die denken, hier ist komplett. Vor allem jetzt Chef und Kurs oder was? Ah, nee. Das ist so geil. Oh, mein Hoden! Halt! 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 Ciao! Vorsicht!